Und jetzt Anno Penis. Heute spielbare Baustellen im virtuellen Raum und fertige Videospiele. Was auf dem PC zum Standard gehört und mit Gothic 3 seinen traurigen Höhepunkt erreichte, hat mittlerweile auch auf Konsolen Einzug gehalten. Das Ausbügeln und Aktualisieren von Spielesoftware mittels sogenannter Patches. Dies geschieht manchmal, um das Spiel zu optimieren, weil sich eine Charakterklasse oder Waffe als zu stark erwiesen hat oder ein Abschnitt zu schwer ist. Nicht selten jedoch einzig aus dem Grunde, dass der Neuzugang in der heimlichen Konsole beim Abspielen sich als unfertiges bis unspielbares Stück Datenmüll entpuppt. Wo am Anfang lediglich zwei Balken sich einen Pixel zuspielten, sind die Videospiele der aktuellen Generation, abgesehen von Kinect und PlayStation Move Titeln, wahre Umfangsmonster mit immer realistisch anmutenderer Grafik. Doch je mehr Inhalte sich im Spiel finden, je mehr Freiheiten einem der Entwickler gibt und je stärker und wirklichkeitsgetreuer die Realität abzubilden versucht wird, umso unfertiger aus Spielersicht scheint das Endergebnis dann zu sein. Allzu häufig reißen einen Probleme mit dem Grafikgerüst oder der Physik aus dem Spielfluss und damit aus der Harmonie der Spielwelt. So werden Texturen nach der Installation auf die Festplatte nicht geladen, Gegenstände levitieren durch den Raum und Körperteile durchdringen plötzlich eigentlich feste Wände. Im schlimmeren und für den Spieler ärgerlichsten Falle verschwinden dann Speicherstände während dem Spielen auf wundersame Weise. Türen, die für den Fortschritt notwendig sind, wollen sich nicht öffnen lassen oder das ganze Spielsystem friert komplett ein und all der Aufwand und die Zeit, die man investiert hat, geht direkt in die Toilette. Sieht man dann bereits am Veröffentlichungstag, dass eine erste Aktualisierung zum Download bereitsteht, kann der Missmut eigentlich kaum größer sein. Schließlich erwartet man als Gegenleistung für die Lizenz, die man mit dem Kauf erwirbt, auch ein fehlerfreies Produkt und nicht ein Puzzle, bei dem zur Komplettierung erforderliche Teile erst noch nachgeliefert werden müssen. Natürlich helfen solche Day-One-Patches dem Entwickler, das Veröffentlichungsdatum auch einzuhalten und während das Presswerk den Datenträger fertigt, sich weiter dem Fehlermanagement zu widmen. Doch allzu oft sind dies nur kleine Vorboten einer Aktualisierungswelle, durch die auch gerne Probleme entstehen, die ohne sie nicht da wären und daher wieder eine Aktualisierung bedürfen. Im Grunde nach sind Patches eine gute Sache. Gerade um katastrophale Fehler, die eine Unbrauchbarkeit des Gesamtwerkes zur Folge haben, zu beseitigen, können auf Dauer aber nicht die letzte Antwort auf fehlerhafte Spiele sein, nur die einfachste. Hoffen wir, dass der Tag noch weit ist, an dem die Entwickler der Fehlerbehebung vor Verkaufsstart keine Beachtung schenken, weil man ja ganz einfach nachbessern kann und man deshalb vor jedem Kauf eines Videospiels erst einmal abwarten und bangen muss, ob und wann der notwendige Patch bereitgestellt wird, damit das Spiel auch das macht, was es soll. Laufen.